Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und ja, in der letzten Folge wurden die anderen Ritter versteinert. Und wir sollen uns einen Weg suchen, sie wieder zu entsteinern. Jetzt so müssen wir als erstes erstmal wieder zur Tower Base zurück. Mal kurz gucken, wir haben kein Kleria-Erz. Müssen mit Dino reden. Genau. Lulika, was stimmt nicht? Lydika erklärt, dass die anderen Ritter in Stein verwandelt wurden. Oh Gott, das ist nicht gut. Gott sei Dank habe ich das träumende Idol mit auf die Oberfläche gebracht. Es ist normalerweise... auf irgendeinem heiligen Altar ist es platziert. Ich kann das jetzt nicht genau übersetzen. Aber dieses Unternehmen hat nach extra Unterstützung gesucht. Wow, ist das so ein wichtiges Artefakt? Ja, ist es. Es kann so gut wie alles reinigen. Ein weiterer Grund ist, an so einem Platz wie diesem dabei zu haben. Hier. Wir erhalten das träumende Idol. Aber wie Lady Fina gesagt hat, es ist nicht genug magische Energie in dem träumenden Idol, um diesen Fluch zu brechen. Aber es muss einen Weg geben, seine Kraft zu verstärken. Also ich bin für Vorschläge offen. Irgendwelche Ideen? Du hast eine der feindlichen Gegenstände benutzt, um die Tür von Ralos Alex zu öffnen, richtig? Ja, ein Regen, der dazu gemacht wurde, Leute mit Dämonenheit zu verfluchen. Und die Tür konnte nur von einem Dämon geöffnet werden, also... ich frage mich, ob die Feinde ähnliche Artefakte mit so starken Verzauberungen oder Flüchen haben. Sie sind nicht selber Dämonen. Sie sind keine Dämonen, also wie würden sie selber in diesen Raum kommen? Es ist nicht viel, aber wenigstens gibt es uns Hoffnung. Tut mir leid, dass ich nicht mehr anzubieten habe als diesen konstruktiven Vorschlag oder Rat. Nein, nein, mach dir keine Sorgen. Du warst mir bereits für die große Hilfe, danke. Und ja, genau das ist es. Wir müssen wieder nach oben. Und zwar ganz nach oben, wo wir die letzte Statue bekommen haben, weil wir haben ja jetzt noch den Dragon Bone, den Drachenknochenschlüssel, den wir gekriegt haben, nachdem die Ritter versteinert wurden. Und mit dem kommen wir jetzt erst einmal hier weiter. Wenn wir die Gegner ausgeschaltet haben. So, können wir nämlich die da ignorieren, weil die sowieso zu lange brauchen, bis sie was eingesteckt haben. So. Dann verschlagen wir die weg und kriegen auch einen Heilkraut noch dazu. Die Plättchen haben wir noch an. Hier ist nämlich noch ein Weg weiter. Oha. Sollten wir auf jeden Fall die hier töten, weil dann
Ich bin, glaube ich, eine Truhe spawnen, wenn ich richtig weiß. So, jetzt müsste da nur noch ein einziger sein. Oder auch nicht. Sind alle tot? Jupp. Beziehungsweise der Teleporter. Kleria-Erz. Kommt ein bisschen spät. Wir waren nämlich gerade schon bei der Basis. So. Aber es müsste definitiv noch einen roten Rubin. Ja, Rubin sind immer rot. Einen Rubin geben. Den wir auch finden sollten. So, die betäuben wir. Auf die schauen wir einfach auf. Gehen wir wieder schön viele SP. So. Und hier die Tür aufmachen. Die können wir töten. Hier noch mehr SP. Hier müssen wir aufpassen, wenn wir nämlich runterfallen, landen wir in dem Raum, in dem wir vorhin gerade waren, ziemlich weit unten. Aber vorher will ich was bestimmtes anderes machen. Und zwar hier rüber. Was will ich hier lassen? Hm? Okay. Selbstüberschätzung, aber zum Glück dürfen wir an der letzten Statue noch mal anfangen. Wir müssten das Trondi-Idol noch haben, ja. So. Jetzt müssen wir erstmal das Kleria-Erz wieder besorgen. Genau, ich habe doch Magie, warum benutze ich sie nicht? Oder beziehungsweise ich habe den Phönix. Können wir auch ruhig hier unten rumlaufen. Ach, die Gegner nehmen Schaden da drin. Auch gut zu wissen. Jetzt hier lang weiter wieder. Hier frisst starken Angriff. Ein Donnerschlag, genau. Jetzt habe ich jetzt nicht den richtigen Namen dafür gefunden. So. Und jetzt wieder da hoch, das Kleria-Erz holen. Genau. Oh, ich habe ja ganz vergessen, die schießen hier. So. Wieder aufgeladen. Den weg. Mit seinen explodierenden Frisbees. Und wir öffnen. So. Das darf jetzt besser von der Hand gehen. Oh. Und darüber.
Oh, du hältst ganz schön viel aus und machst ganz schön viel Schaden. Bist du tot? Ja, du bist tot. Ah, ihr schießt mit euren Händen. Das ist aber nicht so nett. Der zieht sich wie geschlossen, das ist gar nicht nett. So. Sind die weg. Und da haben wir die Battle Guards. Also die Kampfschuhe gekriegt. Die Kampfstiefel. Immerhin 6 mehr Rüstung. Und wir sind runtergefallen. Sind wir wirklich wieder hier? Ja, jetzt sind wir wieder in dem Raum, wo wir vorher waren. Aber dank den Battle Guards nehmen wir jetzt kaum noch Schaden von denen jedenfalls. So. Genau, sind wir wieder hier. Das ist ja kein weiter Weg zum Glück. Hier kommen wir auch so lang. Müssen wir bloß bei diesen Schießern hier aufpassen. Und ja, das sind gleich absolute Gegner, da benutze ich lieber den Phönix auf Sicherheit. Einer ist kaputt. Der zweite auch. Nein, da lang müssen wir nicht. Wir müssen erst da lang, wenn ich mich richtig erinnere. Hier geht es nämlich erstmal wieder raus. Und hör auf, mich zu verarschen. Oder hör auf, mich hinzuhalten. Ja? Hm, so wie das klingt, hast du nicht besonders viel Vertrauen in die Göttinnen. Was auch immer ich tue, geht dich nichts an. Also kümmere dich um deinen eigenen Kram. Okay, Hugo ist ziemlich wütend auf den Mann mit den Klauen. Aha, du hast recht. Es geht mich wirklich nichts an. Du hast... kannst tun, was du willst. Hm. Und wenn du mich entschuldigst. Du. Dieser Junge ist deine Anstrengung nicht wert, kleines Mädchen. Er ist beschädigt. Was redest du da? Ich denke, du wirst es nicht tun. Und da geht er einfach, der Mann mit den Klauen. Hm, es ist es nicht wert, ihn jetzt zu bekämpfen. Ich habe das Gefühl, er ist viel stärker als ich. Und da ist Hugo. Du bist es. Das war einer unserer Feinde, oder? Kennst du ihn? Nein. Aber kümmere dich nicht um mich. Ich habe gehört, in welchem Problem die Ritter stecken, richtig? Ja, tun sie. Aber woher weißt du das? Eolia hat es mir gesagt über die Lila Shell. Hier, nimm das mit dir. Und wir haben die schwarze Perle erhalten. Es sieht aus wie die schwarze Pferde, aber in klein. Es ist eine Nachbildung bei unserem Feind gemacht. Ja, das Ding hat Dallas benutzt, um unsere Gruppe am Anfang aufzuteilen. Es ist nicht mal ansatzweise so mächtig wie die echte, aber es hat eine ziemlich große Menge Magie in sich. Es sollte helfen, den Fluch vor den Rittern zu heben. Wirklich?
Wirklich, und beeil dich. Du musst gehen. Danke dir, Hugo. Ich werde es gut nutzen. Ich bin froh zu helfen. Pass auf dich auf. Ja, Hugo hat so seine kleinen Geheimnisse, die wir wahrscheinlich aber leider nicht in diesem Durchgang erfahren werden. Und eher im nächsten, wenn wir als Toll spielen. Aber dazu dann in dem Durchgang mehr. Ich mache jetzt erst einmal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.